170 Schrott wollen womöglich ausgegeben werden, aber erst einmal allerseits und willkommen zurück bei Faster Than Light. Nee, Gedankenkontrolle nicht. Ich meine nein. Nochmal Antrieb für den Fall der Fälle. 90 Schrott behalten wir, falls noch ein Laden kommt. An dem Schiff gucken, die haben wir auch noch. Die können wir eigentlich auch noch abgeben. Mal schauen, ob wir die Reparaturstation noch mitbekommen. Ich hoffe doch, weil da gibt's was geschenkt. Es sind nur zwei Schiffe in Reichweite und sie scheinen zu kämpfen. Eins trägt die Kennung eines Weltraumpiraten. Keine Rakete, Bombe, Viererschuss, einer Schildwegmacher und noch ein Schuss. Im Grunde können sie 6 Schildpunkte wegmachen. Gedankenkontrolle müssen wir gegen Gedanken kontrollieren. Kein Teleporter, Klonstation. Okay. Du fährst deine Waffen hoch und greifst das Piratenschiff an. Vincent wird gestört. Wir werden auf jeden Fall voll hacken. 2 der Sauerstoffstation? Okay. Die haben wohl zu viele Leute an Bord. Dann werden sie auch schnell reparieren können. Das Reparatureinsatzteam. Kein großer Raum, alles so schmale Kästen. Würde mir, glaube ich, nicht gefallen. Nicht zu spät hacken, aber auch nicht zu früh. Na, die Wahrscheinlichkeit, dass er seine Waffen voll auflädt, und zwar allesamt, ist sehr gering. Flak, ja, schade, kein dicker Raum. Waffen, Schildsystem und Schildsystem. Cockpit rot. Oh, ein Feuerchen. Das war doch eine Feuerbombe, oder? Hab nicht hingeguckt, aber war bestimmt eine. Sein Viererschuss ist aus. Was? Finger weg. Von Banks. Zweier Schildsystem hat er noch. Dann werden wir den Mann das jetzt da umbringen. Cockpit wieder ganz, weil die viel zu viele Leute haben. Aber das wird ihn nicht überleben lassen. Du da drauf und da drauf. Cockpit war schon rot. Der ist raus, der Mantis. Der ist noch am Leben. Wir können wieder zumachen. Noch ein Feuerchen. Hoppala. Das war die Bombe. Wieder nicht hingeguckt. Martin, geh mal raus, ehe da noch eine blöde Bombe einschlägt. Oh, das wird er, glaube ich, nicht schaffen. Notch, geh raus. Es geht dann doch schneller, meine ich. Wir sind wieder schussbereit. Oh, er hat ja gar kein Verteidigungssystem mehr. Halt. Klatsch. Das Piratenschiff bricht auseinander. Du versuchst, das Zivilschiff zu rufen. Erstmal einmal Treibstoff und drunter 65 Schrott. Oh, Neonbombe. Oh Mist, wir bräuchten noch einen weiteren Waffen-Slot. Mann. Das Schiff antwortet. Zum Glück sind sie gekommen. Andernfalls wären wir jetzt tot. Ich bin Schiffsbauer und würde mich gern bei Ihnen für Ihre Hilfe revanchieren. 36 Schrott und Neonbombe. Danke dafür. Das ist toll, aber Mann, ich brauche einen weiteren Platz beim Waffensystem. Das ist doch alles Schikane. Ah, der Schildpunkt ist auch noch kaputt gegangen. Nee. Wir machten das jetzt ganz. Kann noch jemand aufsteigen? Klar, können noch alle, aber wie wahrscheinlich ist das? Lassen wir das mal John machen. Vielleicht steigt er noch auf und der ist ja in Anführungszeichen bloß bei den Türen. Notch könnte zwar auch, aber... Nö, lassen wir jetzt nicht. Den Notch machen. Wir können Martin mal heilen. Menschen würden am schnellsten voranschreiten. Menschen sind hier nichts Besonderes und lernen einfach schnell. Nicht mehr und nicht weniger. Thank you.
Jawohl, die Reparaturstation ist noch da und das Flaggschiff ist noch nicht bei der Basis. Ich glaube, die hinten ist verschwunden. Nee, die war da oben. Ach nee, wir bekommen immer hier... Doch, Raketen. Egal. Ich war kurz etwas daneben. Einige Föderationsingenieure haben eine verlassene Handelsstation in der Nähe zu einer Werft umfunktioniert. Sie bieten dir an, dein Schiff zu reparieren. 5-mal Treibstoff, wie immer. 4 Raketen, wie immer. 5 Drohnenteile, wie immer. 27 Schrott, wie nicht immer. 218 Schrott. Wir bräuchten eine Hilfsbatterie. Flaggschiff kommt jetzt eh niemand rüber, das heben wir uns noch etwas auf, falls wir das verbessern. Zumal wir erstmal John da drin haben, der die Türen dreifach dick macht. Will ich jetzt eigentlich auch nicht. Sparen wir nochmal, falls uns irgendwas in den Sinn kommt. Vielleicht kommt hier oben nochmal ein Laden. Ja, die hier oben ist weg. Oh Mann. Wir haben wieder mal einen maximalen Antrieb. 55% ausweichen. Zum zweiten Mal erst den maximalen Antrieb. Maximale Schildpunkte sollte man immer haben. Beim Endkampf und Waffen gegebenenfalls auch. Gut, allen geht's gut, dann können wir los. Hallo Flaggschiff. Guck mal, was wir für ein schönes Schiff haben. Eins aus Eis, zumindest mit Eis überzogen. Da ist es, das Rebellenflaggschiff. Wenn du dieses Monster zerstören kannst, hat die Föderation wieder eine Chance. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Was hackt er denn? Zur Not hacken wir sein Hacking. Nicht die Waffen, Gedankenkontrolle. Oh. Uncool. Ich sollte den Strom da rausnehmen. Aber es gibt Schlimmeres. Ja, den Strom soll ich da auf jeden Fall rausnehmen. Warum habe ich das nicht gemacht, ich Dödel? Hätten wir jetzt einen Balken mehr. Schon mal die Drohne rüberschicken. Jetzt brauchen wir Strom. Wir haben viel zu wenig Strom. 3 Schildpunkte, jetzt müssen wir maximal ausweichen. Lass den vierten Schildpunkt lieber mal. Ich hätte jetzt bei 7% mehr ausweichen. Eine Waffe mache ich jetzt definitiv nicht aus. Er hat damit gerade das Geschoss in die Augen kam, macht 1,5 Schildpunkte weg. Dann haben wir eh Strom über. Abziehen. Oh, eine trifft. Aber wenn die Gedankenkontrolle kaputt ist, kann er doch gar nicht mehr damit herum Gedanken kontrollieren, oder? Aber was ich mir vorstellen könnte, er könnte dann die Drohne wieder abziehen. Das wäre bescheuert. Wir wollen ihn da rausbekommen. Ja, auf jeden Fall. Das machen wir aber mit den 4 Schüssen. Ich hoffe, das klappt. Mal gucken, ob das klappt. Wir machen jetzt einfach mal eine Probe. Vielleicht kommt ja auch gar nicht jeder Schuss an. Okay, Schiff rot. Ja, mal kurz betäubt. Schiff rot, System rot. Das wird er wieder hängen gebogen bekommen, schätze ich. Dann, ich muss den Balken da gleich rausziehen. Nein! Blöd Mann! Aber er hat vorher nicht den ganzen Balken wegbekommen, ne? Wenn gerade nichts schießt, können wir da mal etwas reingehen. Gedankenkontrolle wieder aus, aber der Cooldown ist viel zu lang. Der stirbt jetzt auf jeden Fall. Die Schüsse kommen schon an. Ich gehe damit nochmal auf das Schildsystem. Jawohl. Keine Raketen mehr, das ist schön. Wir können auch gleich wieder hacken. Den Berko rausbekommen, das schaffen wir auch noch, bin ich mir ganz sicher. 100% Sauerstoff. Ich habe nicht gehackt. Ah, da tanzt sich da eh gleich, oder? Ich schieße einfach mal.
Man hat sich noch getarnt, aber System rot, aber ich glaube, der Typ ist noch drin. Ach, das nervt mich. Ich hätte einfach den Strom zu Beginn rausnehmen sollen, als ich gesehen habe, wo die Drohne hinfliegt. Ja, das Ding ist noch ganz... Oh, 55 hat er noch, der Berko. Warte ich auf Hacking? Ja, auf jeden Fall 4 Schildpunkte. Der wird sich schon wieder nicht tarnen, oder? Oder? 3 Schuss. Gedankenkontrolle hat Strom. Er hat noch 2 Schildpunkte. Nein! Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, aber ich glaube, der macht das zu gut. Oh, John. Haben wir einen super Nahkampfstarken? Nö. Insofern denke ich mal, wird. John kann am wenigsten Systeme kaputt machen. Werden wir das schaffen? Oh, jetzt lädt er das wieder auf. Blöder Typ! Okay, wir schießen. Ich will den da rausbekommen, ich will die Schüsse nicht mehr abbekommen. Jeder Schuss sitzt sehr schön. Stirb, Berko. Nein! Mein harter Brocken, der Typ. Wir hätten ausweichen können. Hacking gleich bereit, aber ich warte, bis er sich wieder tarnt. Das vergisst man so schnell. Dass er sich auch noch tarnen kann. So, Achtung. Das wird bestimmt wieder nicht funktionieren. Erstmal warten, bis er sich tarnt. Mann, blöder Typ, das ist nicht zu verhindern. Wer ist jetzt dran? Banks, weniger ausweichen, uncool. Wir können schon mal anfangen zu hacken, das geht ja jetzt auch, wenn er getarnt ist. Zum Glück habe ich da noch dran gedacht. Mist, ich hätte mir ausweichen können. So, der muss jetzt raus, der Typ. Ich gehe hier komplett drauf, denn das Schiff wird eh nicht mehr lange da sein. Und dann gehe ich auf Nummer sicher, dass der auf jeden Fall rausgeht. Genau. Oh, wobei. Oh. Das war womöglich nicht gut. Gerade als du die Oberhand gewinnst, gelingt dem Gegner der FTL-Sprung. Du musst den Angriff fortsetzen. 2x Treibstoff, eine Rakete, 21 Schrott. Braucht noch jemand Reparaturzeugs? John? Ja, stimmt, der war's ja. Wir nehmen auf jeden Fall hier oben noch Punkte mit. Ein Höllenschaden haben wir bekommen. Das ist absolut vertretbar. Vielleicht können wir da oben noch 2 Schiffe mitnehmen. Das wäre richtig cool. Hoffentlich halten wir uns nicht zurück, weil da irgendwie Kämpfe sind und wir meinen... Nö, 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 nö. Lieber keinen Schrott mitnehmen. Nö, 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 nö. Ausgeben, ja oder nein? Wenn, dann sollte ich was verbessern, was uns im Ernstfall helfen kann. Krankenstation oder Sauerstoff. Oder eben ein Subsystem, heißt Gedankenkontrolle fällt raus, weil wir eh nicht genug Strom haben. Die beiden 90. Oh. Wenn wir jetzt eh noch Schrott bekommen. Ich hoffe, das sind wirklich mindestens ein Kampf muss da oben sein. Ich hoffe, das sind 2. Dann passt das schon. Gehen wir erstmal nach da. Was haben wir denn hier? Dieser Signalpunkt wird von einer kleinen Plattform umkreist. Es scheint eine Art Tankstelle zu sein, die ihre günstigen Preise auf allen Frequenzen in allen Sprachen verkündet. Ja, toll. Die Plattform scheint gleich zu platzen. Die Plattform scheint eine Fehlfunktion zu haben und könnte jeden Augenblick explodieren. Wir nehmen auf jeden Fall keinen Höllenschaden in Kauf, wir haben mehr als genug Treibstoff. Du entfernst dich von der Station. Kurze Zeit später lassen einige Explosionen die Tanks ohne Druck implodieren. Also zusammenziehen. Ah, das glaube ich zu abgeschieden. Wobei das Ding springt nicht. Vielleicht bleibt der Punkt auch noch da. Ich fliege mal da hoch. Deswegen bin ich auch erstmal nämlich nach hier geflogen. Es ist schwer zu sagen, wer die Schlacht in der Nähe gewinnt. Bevor du dir aber weitere Gedanken machen kannst, greift dich ein Jäger an. Lanze, 5er Schuss, 1er Schuss, 6er Schuss.
Okay, Teleporter ein Balken, zweimal da. Cockpit zwei Balken, Antrieb 4. Das ist schon nicht unpraktisch, solche geilen Sensoren zu haben. Zwei kommen rüber, maximale Türen, leider kein Außenbereich, aber sei es drum. Cool, Vierertüren. Halt, erstmal Sauerstoff rausziehen lassen und dann dürfen sie gerne weiter. Bitte schön, wir machen ganz nett die Türen auf. Hab schon zu lange gewartet, fällt mir gerade ein. Jetzt wollen sie hoch zu John. Auf jeden Fall auf die Waffen gehen, wir wollen keinen Hirnschaden bekommen, wir müssen jetzt niemand aus seinem Raum rausklöppeln. Einen Höllenschildpunkt haben wir noch. Wie das da einprasselt. Auf einmal hat er nur noch einen Balken und der hat keine Lust mehr gegen uns zu kämpfen, weil er selbst genug zu tun hat. Einer heilt sich, der andere macht ein System ganz. Vier Schildpunkte hat einen Eindringling. Falls die gleich wiederkommen, ja, die machen sich bereit dann. Sollen die auch dahin gehen können, wo Sauerstoff ist? Der steht bloß bereit. Warum macht er in der Zwischenzeit nicht weiter ganz? Okay, jetzt denkt er sich das auch. Ich warte jetzt nicht auf Hacking. Krankenstation ist nicht, da ist einer betäubt. Außentüren, viel Spaß. Wir können wieder hacken. Nee. Die bleiben mal hier. Die kommen auch weiter, okay. Das macht John alleine. Schafft er schon, hab Vertrauen in ihn. Oh, so wenig? Du kannst nicht das gesamte Wrack plündern, okay? Die Flotte ist noch in der Nähe. Mach dich bereit für den Sprung. 32 Schrott. Na, er bekommt etwas mehr Schaden als... Na, wobei... Auf jeden Fall überlebt er. Das ist die Hauptsache. Und er hat 100 Lebenspunkte, weil nur noch einer gegen ihn kämpft. Sehr schön, John. Super gemacht. Aber er macht echt nicht viel Schaden. Drei Lebenspunkte zieht er ab. Türen richtig dick. Je dicker, umso mehr Striche sind da. Sicherheitshalber stecke ich da gar keinen Strom mehr rein. Wobei, jetzt kommt ja eh keine... Na, wobei, das Schiff... Ah, da können wir noch hin. Hier muss es eh erst 3 Runden verweilen. Uns geht's gut, ja. Und noch den Punkt daneben mitnehmen, bitte, bitte, bitte. Nein, schade. Okay, investieren, Sauerstoff. Jetzt kommt eh noch keiner rüber, denn lieber Sauerstoff. Wir können alle Systeme maximieren, wenn wir noch 100... Na, zu viel. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Wenn wir die 3 Sachen verkaufen würden, dann ja, kristalline Rache habe ich immer noch nicht gesehen. Oh, das hatten wir auch noch nicht, ein Schiff, was maximal maximiert ist von dem, was es eingebaut hat. Lieber Sauerstoff, das braucht Strom. Ja, aber wir bekommen jetzt eh keine Crew. Wobei, Enter-Kram. Okay. Auf zur Basis. 55% ausweichen, aber dafür haben wir kein weiteres System an. Du verfolgst das Flaggschiff und stellst fest, dass ich... Nein, da ist jemand drin. Ja, das war zu erwarten. Dass es vom letzten Kampf noch schwer beschädigt ist. Die Sensoren melden, dass es viel Energie in die Drohnen umgeleitet hat auf Gefechtsstation. Er schickt auch eine Drohne rüber. Ach nee, halt noch nicht. Wo fliegt die Enterdrohne hin? Irgendwo in die Mitte. Auf jeden Fall gehst du raus, John auch. Ins Cockpit? Nein, zum Glück nicht. Sauerstoff haben wir nicht ausgebaut. Die
Flak muss ablenken. Schicken. Puh. Die haben sich fast gekreuzt, fast getroffen. Wir müssen jetzt hacken. Seine Stärke sind die Drohnen. Wir können hacken und schießen, wenn wir wollen. Es gibt keinen Tarn mehr. John muss ganz schön oft kämpfen als Engie, ne? Am Ende wird er dann noch gelb. Das ist Quatsch. So, wir können schießen. Erstmal die Raketen weg. Bevor er Raketen schießt, können wir die Raketen kaputt machen. Hatten wir das schon mal? Wobei, die fliegen gleich. Ja. Oh, aber rot, okay. Mehr ausweichen, 51%. Ich knapp's mal einen Schildpunkt ab. Jede Rakete geht daneben, schön. Es fliegt ja gerade nix, aber wir können eh nicht dagegen steuern mit mehr Sauerstoff. Notch muss gleich raus. Das machen wir mal. Energiespitze müssen gleich viel ausweichen. Okay, bevor hier Stick was auf den Kopf geht, bekommt. John raus, ihr beiden müsst euch heilen, falls was durchkommt. Wo wir jetzt den Strom nehmen, wenn nicht stehlen. Nächste Enterdrohne? Nee. Was war denn das für ein Geräusch? Kann doch nicht schon die nächste Enterdrohne sein. Oder war das eine stinknormale Drohne? Reicht für den Anfang. Wenn die jetzt treffen, dann machen die uns schon nicht tot. Mehr ausweichen. Da ist kaputt. Zwei Schildpunkte. Den kriegen wir jetzt eh nicht raus. Das ist jetzt Emily. Sauerstoff hat noch zwei Balken. Betäubt, nur angekratzt. Drohnen wieder weg. Au. Ich glaube, wir hatten gerade keinen Shitpunkt deswegen. Weil die Landseite mehr Schaden gemacht. Vor allem hätten wir das gesehen. Ein Feuerchen da unten. Zweiter Balken Sauerstoff angegriffen. Lanze kann nichts machen. Unsere beiden sind voll da. Leider können wir jetzt den Raum nicht maximal mit Sauerstoff voll machen. Ich lasse die beiden mal warten. Es wird schon schwierig genug gegen das Ding und ohne Sauerstoff. Wobei, bevor der komplett ausgeht, rüber da. Wir können hacken. Okay, Energiespitze. Ich wollte gerade Gedanken kontrollieren, und zwar den Piloten, aber das machen wir jetzt nicht. Mist, Emily lebt immer noch. Sauerstoff raus, mehr ausweichen. John bekommt was ab. Geh raus, John, ehe es noch schief geht. Oh, hier ist er. Ah, oh, noch offen. Ah. Mist, Mist. Oh, oh, oh. Nee, noch ein Dreier. Okay, das ist rot. Noch drei Schildpunkte, das ist gut. Das Ding ist kaputt. Raus, erstmal raus. Vier Schildpunkte, 51% ausweichen, das ist gut. Ich zieh jetzt mal ab. Das ist auch noch ein Höllenschaden, ey. Zum Glück haben wir Krankenstation Stufe 3, da können wir schnell wieder Leben auffrischen. Waffen gleich wieder bereit. Wir müssen auf jeden Fall Emily da rausbekommen. Da gehe ich jetzt komplett auf Emily. Dann bleibt die blöde Waffe auch aus. Sauerstoff unten da. Emily ist tot. Sehr wichtig. Gut. Oder kann noch jemand sterben? Swarms. Außer er heilt sich. Okay, der große Drohnenschwarm ist weg. Geh du mal den großen Weg, auch wenn du langsam bist. Die nächste Drohne kommt, na toll. Geht vielleicht zu den Waffen. Nee, geht vielleicht wieder. Nee, ins Cockpit. Nicht schön. Wir müssen noch mehr ausweichen.
ist ja keine Tür. Egal. John, mach da mal ganz. Du kannst es ja besonders schnell. Also am schnellsten von uns allen. Mehr ausweichen jetzt für den Moment. Ist ja eh gerade keiner drin. Jetzt können wir wieder schießen. Nein, wir bekommen Schaden. Nicht bei den falschen Leuten. Kein Sauerstoff mehr. Oh, oh. Ich mach die Lanze mal aus. Sicher ist sicher. Oh, oh, Raketen fliegen. Hä? Raketen? Das klang gerade wie ein Raketenschuss, aber haben wir schon... Nee, was war denn das? Ich glaube, es war die Flak. Das klang wie ein Raketenschuss. Mehr ausweichen. Au, Hacking angeschlagen. Gibt schlimmere Bereiche. Notch lebt noch. Jetzt gibt's mal richtig Höllenschaden für uns. Der Sauerstoff muss jetzt ganz gemacht werden. Zum Glück ist John da, der das besonders schnell hinbekommt. Das lebt ja auch noch. Naja, stirbt sowieso, wenn es wegbricht. Ein Balkencockpit, ja. Was? Wir haben da wieder Schaden drauf bekommen. Hilf mal dem John. Sauerstoff ist überlebensnotwendig. Ach du Kacke. Vincent schicke ich auf die Weiterreise. Zum Glück kann gerade keine Lanze was machen, aber wir können auch gerade 0,0 ausweichen. Weil wir keinen Autopiloten mehr haben. Wir müssen das Flaggschiff jetzt schnellstens kaputt kriegen. Die Drohne hat noch zu viel, wir müssen das Flaggschiff schnellstens kaputt kriegen. Zum Glück haben wir noch alle Waffen. Vincent... Hä? Warum hast du jetzt was abbekommen? Nee, John war das, der piept. Dann geht John raus, dann macht das Martin alleine die nächste... Eine Drohne kommt. Womöglich haben wir eine mit einer Flak abgeschossen. Ich habe etwas geschlafen, fällt mir gerade ein. Die Flak hat ja schon gewirkt. Mist, ich hätte auf das Cockpit gehen sollen. Scheiße, wir haben 0% ausweichen. Und die Drohnen kommen an. Das war Mist, das war großer Mist. Cockpit komplett im Eimer. Gut, macht keinen Unterschied, außer die Hülle. Oh oh. Wir brauchen da jetzt keinen Strom. Okay, ein Plan. Nicht da drin stehen bleiben. 3 Schildpunkte. Schnell, 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 schnell. Martin könnte was abbekommen. Schnell rein da. Jawohl, er ist gerettet, glaube ich mal so. Höhenschaden, aber, aua. Drohnen aus, genau. Wow, Mann, ey. Das war ganz schön knapp. Gerade als du die Oberhand gewinnst, gelingt dem Gegner der FTL-Sprung. Du musst den Angriff fortsetzen. Erstmal eine Rakete in drunter und 20 Schrott. Und erst noch was ganz machen. Ich bin froh, Krankenstation Stufe 3 gehabt zu haben. So, jetzt kommt gleich Sauerstoff rein. Puh. Das macht alles John. Manometer. Die Hülle muss reichen für den letzten Kampf. Einen weiteren Punkt springe ich eh nicht an. Den hatten wir schon. Liegt keiner in der Nähe zum... Hier noch Schrott mitnehmen, weil Schiff tot machen. Dann ist es halt so, dann müssen wir halt mit dem auskommen, was wir haben. Und wir werden unser Schiff nicht mehr verbessern können. Mist, 2 Balken fehlen. 2 Schiffe sind uns abgedampft, ne? Ich glaube, 2 waren's. Das war, glaube ich, aber nicht der entscheidende Schrott, weil das hier ist mehr. 110 Schrott ist uns dadurch nicht entgangen. Aber wir haben auch noch was im Frachtraum zum Verkaufen. Mit dem zusammen hätte es dann doch was werden können. Naja. Alles, was man im Schiff hat, maximieren, das wäre eine Leistung. Ist aber in diesem Schiff nicht mehr möglich.
So, John wird noch ganz gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.